Guten Morgen, ihr Süßen. Ja, es scheint die Sonne. Ich habe null, aber auch null Licht an, außer dieses eine, damit ihr meinen Hintergrund noch seht. Ja, ich habe heute Ton in Ton an. Das heißt, ich habe heute hellblaue Jeans an und ein blaues Oberteil. Und ich will euch heute mal zeigen, dass man sich nicht unbedingt Ton in Ton schminken muss. Viele erzählen mir ja immer, ja, man muss doch dann auch einen blauen Lidschatten tragen, wenn man blau hat. Oder man muss zu einem grünen Oberteil doch auch grün tragen. Und ich will euch heute mal zeigen, dass man das nicht muss. Ich zeige es euch schon mal mit meinen schönen strahlenden Melonenohrringen. Ja, ich freue mich, wenn ihr dabei seid und wenn ihr euch das mit anguckt. Und ich sage erst einmal, kennt ihr das noch, wenn ihr irgendwo an der See seid und da kommt so einer mit einem Obstteller, frische Melonen, Ananas, Papaya? Ja. Da von demjenigen habe ich jetzt tatsächlich zwei halbe Melonen abbekommen und die werde ich nicht essen, sondern ich werde euch zeigen, wie schön man sich eben nicht immer unbedingt Ton in Ton schminken muss. Ja, ich habe richtig gute Laune und ich habe hier vor mir zu liegen so einige Sachen, mit denen ich mich schminke. Ich habe schon Feuchtigkeitscreme drauf, ich habe heute Morgen schon Pflege betrieben, habe schon mein Gesicht gerollert, damit die Einlagerungen wirklich auch funktionieren. Und ihr seht, ich strahle schon von Hause aus. Jo, ich probiere heute mal das erste Mal den Primer von Revolution. Das ist Pure Perfectening Primer. Das ist so eine Dose, dazu gab es so ein Spatelchen. Und ich habe das so schon mal probiert. Das ist wie so eine feste Wachsmaske. Also ich habe noch keine Ahnung, wie sich das im Laufe des Tages tun wird. Aber ich werde es natürlich berichten. Und wenn man nicht testet, sieht ja erstmal komisch aus. Wenn man nicht testet, dann kann man auch nicht wissen, ob das funktioniert. Na, so sehe ich das. Jetzt werde ich mal ein bisschen mit dem Pinsel auftragen. Ja, also, ich kann euch sagen, so, wenn die Sonne wieder scheint, nach jetzt knapp einer Woche schon wieder, dass wir keine Sonne mehr haben. Letzte Woche, Mittwoch, hatten wir den letzten Sonnenschein. Und dann hatten wir nur wieder trübes Wetter, Regen, Kälte. Jetzt ist ja noch mal so richtig kalt. Gestern Abend war ich draußen noch zur späten Runde. Da war das schon richtig kalt. Aber Kinder, ein Sternenhimmel. Ein klarer Himmel. Ich habe mich fast schockverliebt in diesen Himmel. Man konnte richtig den großen Wagen und den kleinen Wagen sehen. Die Sternzeichen konnten wir sehen. Und dann bin ich rein. Mein Held hat ja Fußball geguckt. Und dann habe ich gesagt, oh, du musst mal unbedingt rausgehen. Es ist ein Sternenhimmel. Und dann geht er raus während des Fußballspiels, anstatt bis zur Halbzeit zu warten. Und kommt wieder rein. Ja, jetzt morgen schön Wetter. Sag mal, hast du überhaupt so richtig den Sternenhimmel geguckt? Ja, mach ich nachher noch. So, ich mach drauf Magic von M. Asa, Magic Finish heute. Nur so ein bisschen tupfe ich auf und verteile das schön mit dem Schwamm. Ja. Wenn Männer Fußball gucken, dann ist es so, wie wenn wir Frauen so einen richtig alten, wie sage ich denn, Schnulzenfilm gucken. Oh, ich liebe alte Schnulzenfilme. Ich gucke mir jedes Jahr wieder Sissi den Dreiteiler an. Ich habe da nämlich davon auch die DVDs. Dann gucke ich an, kennt ihr noch den Trotzkopf, den habe ich mir auch geholt mit der Anja Schüte. Ich liebe diese alte Zeit, diese alte Mode. Das ist also das für mich so, ich weiß nicht, glaube so um 1900 rum spielt das. Ich finde das so schön und ich finde, die spielt das auch so gut. Also, ich kann euch sagen, so eine Kultfilme gucke ich. Dann gucke ich fast alle 2 Jahre den Film Hatari.
Den John Wayne, den habe ich früher geliebt. Nicht in allen Filmen, aber in Hatari. John Wayne. Ja. Hardy Krüger. Also alle so, wie sie da heißen. Ja, ein bisschen Concealer mache ich mir unter die Augen. Nur um so ein bisschen die Schattierung zu haben. Ja, dann habe ich Serien. Jetzt könnt ihr euch so richtig mal amüsieren. Sollt ihr auch. Also, ich habe Serien, so Serien, ich habe die Unverbesserlichen mit Inge Meißel, die ganze Staffel. Ich heirate eine Familie. Ich habe schöne Ferien. Ich habe, das ist noch mit dem Sigmar Solbach, wo der noch so jung war und der Simone Rethe, glaube ich, ja, und der Claudia Rischel. Das sind so auch so die Reisen, die ich habe. Also was ich noch nicht geschafft habe, wie die ganze Staffel Traumschiff, aber die werden ja ewig wiederholt. Aber es gibt so viele, die nicht wiederholt werden. Dann habe ich das doppelte Lottchen noch mit Isa und Jutta Günther. Das muss ich mir auch immer wieder angucken. Ja, jetzt pudere ich das noch. Also es hätte mir heute eigentlich nur mit der Mathilda von Make-up-Coach, nur so ein bisschen die Nase. Und den Rest mache ich mit Bronzer. Aber das will ich mir noch zusätzlich absetten. Ja, was gibt es denn noch so? Was habe ich denn noch so in meiner alten Kramkiste? Ah, ich weiß nicht. Ach, die große Liebe meines Lebens. Das ist ein Film noch mit Cary Grant. Und ach, ich weiß nicht, wie sie heißt. Der handelt von New York. Der handelt wirklich von einer ganz großen Liebe. Den muss ich auch immer mal wieder gucken. Also das ist wirklich so. Ja, ich bin, was das betrifft. Viele sagen immer, du bist so ein bisschen schrullig, was das betrifft. Und ich muss sagen, ja, stehe ich auch zu, was das betrifft. Wenn mir da jemand sagt, oh nee, diese alten Schinken. Also ich heirate eine Familie, die Klamotten aus den 70er Jahren. Ich finde das so schön. Übrigens, in dieser Serie wird ununterbrochen nur gegessen. Nur gegessen. Da muss ich mal an die Schauspieler denken. Die sind aber auch gar nicht fett geworden. Aber die haben nur gegessen. Und ich glaube, bei den Kameraeinstellungen werden die wahrscheinlich auch nur kalt essen müssen. Weil das wird ja wahrscheinlich nochmal gedreht und nochmal gedreht. Und da muss ich euch ja mal sagen, ach so, übrigens, City Bronzer von Maybelline habe ich jetzt drauf gemacht. Ja, und da muss ich euch ja mal sagen, wisst ihr, was ich am allermeisten liebe? Diese Outtakes. Gibt bei vielen Filmen, also gibt es anschließend diese Outtakes. Der Vorname zum Beispiel mit dem. Oh, jetzt vergesse ich das immer, Maria, ja, der ja auch den Stromberg gespielt hat. Ich vergessen. Und dann kam noch mal einer. Und es gibt so viele Outtakes, wenn ihr ins Internet geht von Filmen. Outtakes sind die Fehler, die passiert sind oder die Versprecher oder die Kameraeinstellung, die dann noch mal gemacht werden muss. Ich gucke mir die immer an. Auch hier so, wenn ich über Netflix oder so gehe, da gibt es oft so die Staffelbeschreibung. Ich nehme jetzt hier von Rival de Loup meinen Augenbrauenpuder. Ja, da gibt es dann auch diese Versprecher hier von Frühling, von die Eifelpraxis und hier Bergdoktor. Also Bergdoktor, die Outtakes, die sind da zwischen dem Mark Keller und dem Siegel, die sind ja wirklich, die sind der Hammer, weil die sind ja wohl auch privat sehr, sehr befreundet und die lachen sich immer so schlapp. Und da ist immer, wenn die Serienbeschreibung ist und ein Interview mit denen, dann steht auch dahinter Outtakes. Also ich weiß nicht, wer die kennt, es ist für mich zum Totlachen. Schöner als manchmal so die Komödien. Übrigens an Komödien geht für mich an Frau, die Martina Hill, die Knallerfrau, die geht, also die ist bei mir ganz oben. Ich liebe die.
So, jetzt fange ich schon mal an. Ein bisschen angemessen an den Ohrring werde ich von Revolution Peach and Glow nehmen. Da ist ja gleich im Prinzip ein Rouge und dann ein bisschen Glow. Für das Glow nehme ich einen ganz dünnen Pinsel und gehe dann auch nur hier in dieses Helle rein. Und mache hier nur so ein bisschen. Mehr braucht man nicht, mein Strahlen hat heute Glow genug. Und gehe damit auch tatsächlich gleich mal hier so in diesen Augenblick, diesen Augenwinkel hinein. Aber nur hier genau in der, damit das Strahlen hier noch ein bisschen Glow abkriegt. Den Rest mache ich nachher mit der Lidschattenpalette. Ja, jetzt wisst ihr wieder ein bisschen mehr von mir, was ich so liebe. An Krimis liebe ich tatsächlich so leichte und seichte Krimis. Zum Beispiel Nord-Nord-Mord. Und dann, jetzt komme ich nicht drauf, wie heißt denn das andere mit dem Robert Atzdorn auch? Das gucke ich ganz gerne. Nord-Nord-Mord kenne ich ja. Ich liebe ja den Oliver Vnuk. Da war ich ganz erschrocken, dass der, weil der spielt ja immer so witzige Rollen, dass der tatsächlich der Ehemann von der Cutterfield ist. Das habe ich irgendwie vor kurzem erst gelesen. Ich denke, echt, die beiden, wie mal sagen, passen die überhaupt nicht zusammen. Aber so ist es nun mal im Leben. So, angeglichen ein bisschen, ne? Und ihr seht, man muss jetzt nicht ein Braun nehmen, nur weil ich Blau anhabe, sondern ich nehme ein bisschen Frühlings übrigens, guck mal. Das ist zum Reinbeißen, oder? Das ist immer so, oh, schöne Schokolade. Ah, so eine schöne Jogurette oder so. Da freue ich mich auch über den Sommer schon wieder drüber. Die esse ich übrigens nur über die warme Jahreszeit. Weiß ich nicht, wie ihr das geht oder ob ihr es überhaupt esst. So, jetzt passe ich ein bisschen an und zwar nehme ich von Essence die Follow Your Eyeshadow Palette. Die verbirgt ja auch so schön die Farben. Und da wähle ich heute mal die beiden Farben aus oder die drei. Hier praktisch noch für das erweiterte Augenblick. Dann nehme ich die mittlere Farbe, das ist First Blush eigentlich, aber völlig egal. Und dann werde ich wahrscheinlich den Jet Set für die Lidfalte nehmen. Mal sehen. Das ist ja für mich auch so ein erster Versuch. So. Mal gucken, ob mir das genug strahlt und genug hell ist. Ja, sieht ganz gut aus. So, und da gehe ich bis so zur Hälfte des beweglichen Lides. Ja, es gibt so gewisse Sachen. Also was ich überhaupt nicht mag, ist so mit Weinbrand gefüllte Sachen. Gar nicht. Ich habe früher ganz gerne hier edle tropfende Nuss, aber da habe ich immer nur die Williams Christ gegessen und alles andere blieb immer liegen. Wurde ich mir seit Jahren nicht mehr, mag ich auch nicht mehr. Manchmal verändert sich ja auch der Geschmack. Sieht recht gut aus. So, dann gehe ich aber gleich weiter über in First Blush. Damit von der Hälfte an, das richtig und ziehe das ruhig so ein bisschen hier nach oben. Dann nehme ich einen Verteiler. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich noch einen Verteiler habe, der nicht dunkle Farbe hat. Also wenn ihr euch manchmal nicht sicher seid, weil die Pinsel so dunkel sind, dann kann ich euch immer raten, der kleine Tipp, kurz vorher an der Handfläche, mal vielleicht ohne, an der Handfläche abwischen, weil das ist wirklich manchmal so irritierend. Man denkt, oh, hat man das gestern vielleicht für Dunkles benutzt? Und um sich nicht zu ärgern, macht man das so, das reicht aus. Mal sehen, ob ich jetzt zufällig einen habe, wo ihr sehen könnt, dass das dunkel ist. Also hier, seht das. Der sieht zum Beispiel fast genauso aus wie der, aber stelle ich fest, und das ist manchmal so ärgerlich, wenn man die hellen Töne dann hat und will das verblenden und dann haut man sich das Dunkle da rein.
Und das ist ja wirklich, also ich mache mal den Fehler, ich muss wirklich noch mal hier in den Spiegel gucken. So, schön verblende ich. So, das sieht schon mal richtig schön aus. Mal gucken. Gefällt mir das? Ja, gefällt mir gut. So, und jetzt habe ich ja gesagt, ich nehme Jet Set, aber nehme ich nicht, weil der glänzt. Ich habe gerade geguckt, die Mocha Bean, die gefällt mir besser. Und die mache ich in die Lidfalte rein, damit das so ein bisschen, wie sagt man, nicht so, ich muss niesen, ich habe es beniest, damit das so ein bisschen nicht zu sehr im Aprikot scheint, sondern im Grunde genommen das Dunkle das wieder so ein bisschen abschwächt. Weil ich habe ja schon so schön aprikotfarbene Wangen. Und damit kann man das so ein bisschen beruhigen. Sieht aber schön frisch aus, finde ich. Richtig schön. Vor allen Dingen, wenn man bei so viel Sonnenschein was Dunkles trägt, finde ich auch immer schön, wenn man dann zart die Augen hat. Die Leute dann vielleicht überlegen, hat sie eigentlich überhaupt was drauf? Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich kenne das ja vom Film her. Nicht, weil ich selbst beim Film war, aber weil ich ja schon vor der Kamera gestanden habe. Ich habe es euch ja schon mal gesagt. Ne? Glaube ich, ich war schon bei Oliver Geisen, vorne auf der Coach, Oliver Geisen Show vor Jahren. Und ich war schon mal beim Kochduell mit der Britta von Lujewski. Und da habe ich mit den Köchen mitgekocht. Und daher habe ich Einblick gehabt in die Maskenbildung, bei den Maskenbildner, hinten, wie die etwas schminken. Und ich stelle ja dann immer gleich 1000 Fragen, die ich beantwortet haben will. Und die haben gesagt, das Schlimmste zu schminken ist zum Beispiel, jemanden fürs Fernsehen zu schminken, der nicht geschminkt aussehen muss. Also zum Beispiel, wenn jemand krank ist, den krank aussehen zu lassen, ist eine wahre Kunst. Man denkt wirklich, die hat nichts drauf. Und die Maskenbildnerin hat gesagt, wenn du wüsstest, wie wir das schminken müssen, das ist viel schwieriger, als jemanden so zu schminken, wie ich mich jetzt beispielsweise schminke. Also frisch und gut, mal abgesehen davon, dass natürlich es noch viel mehr schwierige Masken gibt, aber das ist eben so schwer und das bewundere ich immer. Und dadurch, dass ich das weiß, weiß ich, dass ein zartes Make-up, wo die Leute gar nicht so genau wissen, hat sie eigentlich was drauf, nur beim nahen Hingucken, dass das viel anstrengender ist, als wenn ich mal so Bäm-Farben nehme. Schaut mal, da kann ich fast noch ein bisschen hinterhergehen mit dem First Blush und das nochmal so auftupfen, dass es ein bisschen kräftiger wird. Das tupfe ich nur so ein bisschen nach. So, schaut mal schön, ne? Ein bisschen verteilen. Jetzt habe ich natürlich meinen Verblendepinsel schon genommen. Ich will den jetzt nicht normal nehmen mit der dunklen Farbe und verteile es noch so ein bisschen. Das ist im Grunde genommen wie ein bunter Blumenstrauß. Das schillert, so geht ineinander über und trotzdem ist es nicht Ton in Ton. So, mir fehlt hier oben noch so ein bisschen was Prickelndes. Dazu nehme ich dann einfach diesen schönen Tickled Pick. Nicht Pink, Tickled Pick. Menschen denken sie ihren Namen aus. Und den streiche ich nur so unter der Augenbraue. Dass man ihn gar nicht so viel sieht. Sieht man gar nicht so viel. Tickled Pick. So, doch, man sieht es schon. So, oder ich schluck das Tageslicht. Da merkt das, da sieht das, dass es heller wird an der Seite, sieht man es viel mehr. So, das ziehe ich so ein bisschen runter. Fertig ist die Laube. Ah, ich kann noch Folgendes machen.
Ich kann mit einem dünnen Schrägen noch in die Tickle-Pick gehen und die ziehe ich mir hier vorne noch bis ran an das Dunkle, was ich unten auf dem Lidrand habe. Schaut mal. Ich finde es total schön. Man hat wirklich was drauf, aber mal nicht so eine Bäm-Augen. Jetzt habe ich vergessen, einen Wimpernroller. Ich weiß noch selber nicht. Na, nehmen wir mal den von Lash Express and Hyaluronic von Etrebelle. Schon lange nicht genommen. Der hat ja so ein gebogenes Bürstchen, so ein Silikonbürstchen. Die nehme ich eigentlich nicht gerne. Aber wenn wir heute schon zart schminken, dann wollen wir auch zarte, schön gefächerte Wimpern haben, damit die zart da. Das ist immer so was, was ich gerne weitergebe. Wenn ihr zarte Farben auf den Augen habt, dann tut euch selbst einen Gefallen und nehmt dann nicht den Extreme, I Love Extreme von Essence, weil der macht dann gleich so dunkel die Augen, dass man ja gar nicht sieht, was hat sie eigentlich für Farbe hinter diesen schönen Fächerwimpern. Und dafür sind diese kleinen, schönen Silikonbürstchen, die ich jetzt hier habe, die sind immer dafür geeignet, richtig schön Fächerwimpern zu machen, aber zart. So als ob ihr einen dünnen Tüllvorhang habt, wo man so, ich möchte da mal durchgucken, ist da irgendwas dahinter, was interessant ist? Ja, da ist dahinter zum Beispiel eine zarte Aprikotfarbe. Unten genauso. Und das ist der natürlich von Etrebelle. Das ist so ein ganz zarter. Also auch wenn man den ganz neu kauft, der ist überhaupt nicht so, wie sagt man, also nicht so kleisterig, nicht gleich so fett auf dem Bürstchen. Also da muss man schon mehrmals machen. Deswegen sage ich immer, also was auch das betrifft, Mascara, sollte man sich schon verschiedene anschaffen und die dann auch immer mal ausprobieren, um dann zu wissen, wenn ich jetzt mal wirklich glamourmäßig abends ausgehe oder ich möchte selber, vielleicht weil ich Geburtstag habe und ich möchte mich abends sexy anziehen und möchte einen sexy Amu haben, also Augen-Make-up. Dann wisst ihr schon, zu welchem ihr greift. Also ich weiß das, wenn ich jetzt in meine Schublade greife, ich habe den jetzt per Zufall gegriffen, wenn es der nicht gewesen wäre, hätte ich gesagt, oh, den kann ich nicht nehmen, der macht mir das viel zu fett. Schaut mal, das ist, finde ich, so ein Make-up passend, schön Farbe und trotzdem ist es etwas anderes an Farbe, als dass ich jetzt hätte in Blau das gemacht, dann hätte es gleich sehr kräftig ausgesehen. So, jetzt kommen noch die Lippen ran. Die mache ich heute ohne Lip Liner, weil ich auch da nicht so auffällig das haben will. Trage ja meine auffälligen Ohrringe und setze ja auch immer noch meine auffällige Brille auf. So, und schaut mal, trotz der Brille, Tageslicht. Wenn ich jetzt direkt rausgehen würde, würde jemand unter Garantie, also meine Tochter zum Beispiel, sagen, oh Mama, du hast aber heute ein tolles Augen-Make-up, kann ich mal gucken, was hast denn du? Und dann fällt das auf, weil der Hauptanteil liegt auf meinem T-Shirt heute, ne? Das ist ja schon auffallend mit der Spitze und die dunkle Farbe. Dann kommen noch die Ohrringe dazu, dann kommt noch die Brille dazu. Und wenn ich jetzt noch ein bäm blaues Augen-Make-up mache, dann habe ich zwar alles Ton in Ton, aber dann ist nichts da,
was interessant ist. Also ich beobachte immer gerne, ich mag auch gerne Mimik von Leuten, ich mag auch Stimmen, für mich müssen Stimmen auch stimmen. Das ist richtig, also wenn ich jemanden höre oder jemanden Aussagekräftiges sehe und dann fiebt der in die Kamera, er kann ja nichts dafür oder sie kann ja nichts dafür, aber dann ist etwas gestört bei mir. Und wenn ich jetzt das auch noch in Blau mache, wäre für mich das gestört, dieses Bild, wie sagen, Mann, die hat aber euch heute aufgelegt. Aber so sieht man alles ganz toll und man sieht die Farben ganz toll und es ist eine Harmonie der Farben. So, und dann nehme ich natürlich von Colorish Nektarin Plump. Das sind diese Lippenstifte, wo ich euch gesagt habe, ist eigentlich so ein bisschen sommerlich, weil das prickelt so ein bisschen auf den Lippen. Jetzt muss ich aber zusehen, dass ich natürlich erstmal mein Make-up kriege, sonst verfälscht die Farbe. Könnte jetzt noch ein bisschen bürsten, habe ich aber heute früh schon ordentlich gemacht. Und insofern gibt es jetzt den Lippenstift, der auch wieder Aprikot ist. Ja, das ist so pinkig, aber ich wollte euch ja zeigen, dass man mit Farben konträr auch arbeiten kann und es trotzdem eine Harmonie ist. Deshalb gibt es jetzt hierzu auch keinen Lippenkonturstift. Schön cremig. Und schaut mal, überhaupt nicht Ton in Ton. Aber doch schön. Und da beißt sich auch nichts, weil an einem bunten Blumenstrauß beißt sich auch nichts. Ich finde das total schön. Ich finde, das hat eine Harmonie in sich. Und ich habe jetzt neuerdings auch erfahren, dass man ja auch wieder rosa mit Rot trägt. Hatten wir gerade letzte Woche in der ersten Let's Dance Folge. Das ist also tatsächlich ein rotes Kleid und ein rosaner Lippenstift. Das hat ja Gründe. Und insofern habe ich mittlerweile auch mich belesen, dass man schon auch konträre Farben nehmen kann, mit denen man spielen kann, um eine Aussage zu haben, ohne dass man grün und blau schmückt die sagt. Also, Harmonie mit Farben gespielt. Für mich kann der Tag heute beginnen. Für mich kann noch mehr Sonne kommen und mich noch mehr anstrahlen, mein Strahlen zur Geltung bringen. Und ja, sagt mir selber, wie es euch gefällt, ob es gut so ist, ob ihr es euch auch zumutet, mal mit anderen Farben zu spielen. Die Produkte schreibe ich selbstverständlich unten in die Infobox. Freue mich über eure Kommentare. Ich sag immer, wer jetzt sagt, um Gottes Willen, wie sieht diese Frau aus? Dem kann ich auch nicht helfen. So, alles klar. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wenn euch mein Video gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann entabonniert. Es ist der eine oder andere, der immer mal wieder auch rausgeht, der dann wahrscheinlich nach einer Weile sagt, die ist mir zu alt, die ist mir zu faltig, die ist nicht ganz mein Interesse. Das kann ich verstehen. Das rutscht im Moment so hin und her. Also ich habe noch niemanden entabonniert, den ich abonniert habe.
Ich bin dann höchstens vielleicht dann nicht mehr reingegangen, aber warum muss ich ihn entabonnieren? Dann müsste ich ja die falsche Reihenfolge wählen. Denn wenn ich irgendwo reingehe, abonniere ich nicht sofort den Kanal, sondern ich schaue mir das an, was er hat. Und dann entweder lobe ich die Leistung mit einem Daumen hoch oder aber es gefällt mir nicht, dann gehe ich stillschweigend wieder raus. Wenn ich aber diesen Kanal abonniere, dann bleibt er abonniert. Ob ich jedes Mal reingehe oder ob ich mir das jedes Mal angucke oder ob ich nun auf Dauer für diese Person schwärme, das ist dahingestellt. Aber wenn ich abonnieren, mache ich immer erst, wenn ich es einmal komplett durchgeguckt habe, was mich da interessiert. Oder wenn ich schon nach kurzer Zeit feststelle, habe ich mich vergriffen oder interessiert mich nicht so, dann sage ich stillschweigend, ich gehe raus. Und bewundere trotzdem die Arbeit derjenigen oder desjenigen, der dieses Video gemacht hat. Da ist es gar keine Frage. Der hat sich bemüht. Die geben hier alle ihr Bestes. Und dann bleibt mein Abo, ob ich nun hingehe oder nicht. Das ist wie mit dem Fitnessstudio, ne? Wenn ich jetzt erstmal abonniert habe, ich kriege eine Schnupperstunde. Wenn ich dann abonniert habe, da werde ich festgeknebelt dann für ein Jahr und dann muss ich, wenn, kündigen. Aber wenn derjenige oder diejenige mir nicht tut, dann kann ich als Abonnent bleiben und auch vielleicht nie wieder reingehen. Oder vielleicht mal nach einem Jahr wieder reingehen. Also, wir stellen im Moment alle ein bisschen fest, dass da so oft entabonniert wird und wieder abonniert wird und entabonniert wird. Und deswegen wollte ich das nur noch mal am Rande und ganz zum Schluss sagen, dass sich doch auch ein bisschen jeder überlegen sollte und sollte in Ruhe erst mal das gucken, was er da aufgeploppt hat in YouTube und danach dann entscheiden, oh, da bleibe ich dabei oder aber ich gehe. Und ohne schlechten Kommentar oder ohne Daumen runter. Ich finde auch immer so diese Daumen runter. Ich weiß nicht, was da manchmal in diesen Menschen vor sich geht, weil was heißt denn Daumen runter? Wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich wieder, ne? Wenn mir was nicht schmeckt, dann spucke ich es aus und tue es weg. Aber ich gehe doch mit dem Ausgespuckten nicht zurück und sage, das ist Mist, was du da gemacht hast. Und genauso finde ich, ist es einfach ein Respekt, den man allen YouTubern, die sich hier wirklich erdenkliche Mühe geben und sicherlich jeder sein eigenes Interessengebiet hier vorstellt, jeder sein eigenes Alter sich hier vorstellt, jeder Dinge vorstellt, die hier sind. Dann weiß ich immer nicht, was einem dazu bewegt, einen Daumen runterzugeben. Ich beklag mich darüber nicht. Ich nehme das so hin. Man kann nicht allen gefallen. Das ist ganz logisch. Aber wenn ich im Fernsehen die Fernbedienung habe und dann schreibe ich doch auch nicht an den Sender, was macht ihr denn da? Was, dieser Film gefällt mir nicht. Dann setze ich mich doch auch nicht hin und schreibe dahin und sage, also gestern Abend war das Fernsehprogramm unter aller Würde. Ich gebe euch einen Daumen runter. Sondern klicke ich weiter ins nächste Programm oder ins nächste. Irgendwo werde ich schon was finden, was mich interessiert. Also noch einmal, abonnieren finde ich, wenn man wirklich sagt, oh, was die macht, da gucke ich, da weiß ich, das abonniere ich, auch wenn mir nicht jedes Video gefällt, aber die abonniere ich, weil ich die mag oder weil ich das, was die macht oder das, was die mir zeigt oder was der mir zeigt, das mag ich. Dann abonniere ich es. Und dann gehe ich rein, irgendwie, ach, ich abonniere das doch nicht. Also, wie auch immer. Ich tue hier keinem was. Ich tue keinem was und alle anderen YouTuber tun auch keinem was. Die stellen nur etwas dar. Und das möchte ich mal von der Seite der YouTuber sagen, weil das jetzt wirklich gerade so grassiert unter allen hier, unter den Großen und unter den Kleinen, dass wir uns alle fragen, warum machen das die Menschen? Und wenn ich noch gestern so und so viel Abonnenten habe, warum gehen dann wieder welche raus? Sicherlich. Vielleicht gehen sie ganz aus dem YouTube, dann kann ich noch verstehen, aber nicht in der Menge, wie es im Moment geht. Das geht so einen rauf und runter.
Also, das sind die Worte für den Tag, den ich euch jetzt sehr sonnig wünsche. Und ich mache mir da überhaupt keinen Kopf drum. Ich mache mein Ding weiter, ob da Daumen runter sind, ob die rausgehen oder wieder reinkommen oder Huhu sagen oder nicht Huhu sagen. Ich freue mich über alle Abonnenten und Abonnentinnen, die mir liebe Kommentare schreiben, mit denen ich tollen Kontakt habe über Internet und an die ein herzliches Dankeschön und an alle meine festen Abonnenten. Danke, dass es euch gibt. Umso mehr Spaß macht es uns, uns diese Arbeit zu machen. So, und jetzt sage ich wie immer, tschüss. Eure farbenfrohe 60.